Wer von euch hat denn schon mal eine richtige Schwierigkeit mit einem Projekt, was ihr durchgeführt habt, gehabt? Wer hat schon mal Schwierigkeiten? Sehr gut. Wer hat schon mal von ernsthaften Schwierigkeiten bei der Durchführung eines Projektes gehört? Gut, die Relevanz des Themas scheint durchaus gegeben. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, was es mit der natürlichen Projektplanung auf sich hat. Weil ich bin der Meinung, natürliche Projektplanung macht nicht nur eure Projekte erfolgreicher, sondern damit mittelbar auch euch selber. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch die natürliche Projektplanung für euch selber erarbeitet und nutzbar. Natürliche Projektplanung, warum heißt das natürlich? Weil Kinder können das schon von Natur aus. Deswegen habt ihr schon mal Kindern zugesehen, wenn die zum Beispiel im Alter von, na, sagen wir 4 bis 6, 7 Jahren zu mehreren eine Sandburg bauen. Die fangen nicht einfach irgendwie wild an zu graben, nein, die unterhalten sich davor oft. Da wird dann, wer darf denn mitbauen? Du darfst mitbauen, okay, aber ich will nur, dass es so groß ist und da müssen meine Autos fahren können und so weiter. Dann geht es weiter, dann kommt die Ideenfindung, da baue ich hier einen Turm hin und da bauen wir da noch eine Rampe und da muss eine Brücke hin und dann holen wir uns da noch Holz und die stellen sich also zunächst vor, wie die Sandburg am Ende aussehen soll. Kinder können das. Erwachsene müssen es erst wieder lernen. Zum Beispiel aus David Allens Buch Getting Things Done oder auf Deutsch, wie sie die Dinge geregelt kriegen. Da ist ein ganzes Kapitel über diese natürliche Projektplanung drin. Und diese natürliche Projektplanung läuft in 5 Schritten ab. Der erste Schritt ist Rahmenbedingungen. Zweck und Ziel des Projekts festlegen. Nehmen wir als Beispiel, was steht bei einigen von euch vielleicht unter dem Jahr irgendwann mal auf der Erarbeitungsliste, da steht dann Mutter drauf. Naja gut, Mutter, die meisten von uns haben noch eine, jeder hat mal, zumindest mal eine gehabt. Was ist damit gemeint? Na, vielleicht Mutters Geburtstag. Ja. Hoffentlich hat sie jedes Jahr einmal einen. Weiter. Mutters Geburtstagsfeier. Was machen wir denn da? Bingo, und schon haben wir ein Projekt. Also, Mutters Geburtstagsfeier. Was ist der Zweck und Ziel für Mutters Geburtstagsfeier? Na gut, die Dame soll sich erfreuen an ihrem Geburtstag, sie soll Spaß haben, sie soll gefeiert werden, möchte ihr Glückwünsche überbringen, möchte ihr einen schönen Tag bieten. Rahmenbedingungen könnten zum Beispiel sein, die engsten Verwandten sollen dabei sein, gute Freunde, es soll ein gemütlicher, ruhiger Tag werden. Weitere Rahmenbedingungen, Mutter mag gerne gutes Essen, geht vielleicht gerne in Konzerte, vielleicht ist sie religiös. Sowas sind Rahmenbedingungen. Also erstmal abklopfen, in welchen Gefilden, in welchen Leitplanken bewegt sich unser Projekt. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, den Erfolg visualisieren. Viele Projekte scheitern, weil man blindlings in irgendwelche Aktionen oder von mir aus auch Organisierensdinge hineinläuft, ohne sich mal vorher vorgestellt zu haben, wie sieht es aus, wenn mein Projekt erfolgreich war. Im konkreten Fall denken wir uns doch mal hinein. Wir sitzen vielleicht an einer gedeckten festlichen Tafel. Wenn ich mich umschaue, stelle ich vielleicht fest, das ist bei meinen Eltern zu Hause oder bei mir zu Hause zum Beispiel. Der Tisch ist schön dekoriert, es sind viele Leute da, es sind Verwandte da. Ein Überraschungsgast klingelt, meine Mutter freut sich tierisch. Alle sitzen am Tisch und trotzdem höre ich in der Küche jemanden arbeiten, der dann auch das Essen hereinbringt. Im Nebenzimmer spielt jemand Klavier und jemand anderes singt dazu. Stellt euch also genau vor, wie fühlt sich das an, wie sieht es aus, wie riecht es, wie hört sich es an, wenn euer Projekt erfolgreich ist. Und dann geht es zum dritten Punkt, Ideen sammeln. Wie komme ich jetzt von dem, wo ich heute stehe, zu diesem ausgedachten Projekterfolg? Also sammeln wir Ideen. Gut, Musik war da dabei, also müssen wir jemanden suchen. Vielleicht einen Klavierspieler suchen, vielleicht spielt jemand aus der Verwandtschaft Klavier, vielleicht kann auch jemand singen, die zusammenbringen. Es
Essen, Kaffee, Kuchen organisieren, vielleicht Kuchen selber machen, damit man mit dem Abendessen nicht zu viel Arbeit hat, Party-Service organisieren, der dann irgendwas herbringt. Einladungskarten müssen wir machen, richtig, wir müssen schauen, wer überhaupt alles kommen soll, die Gästeliste zusammenstellen, was brauchen wir noch? Wir müssen die Mama aus dem Haus schaffen, die das Haus vorbereiten. Vielleicht geht sie da mit den Enkeln in den Zoo oder sie geht allein in den Botanischen Garten. Oder ihr merkt schon, es kommt automatisch, wenn ihr euch nur genau vorstellt, wie das Projekt im Erfolgsfall aussieht, dann fängt das Gehirn ganz automatisch an, Ideen zu suchen. Lasst alle Ideen zu. Dazu gehören auch Schmarrnideen wie, warum sie nicht einen Fallschirmsprung im Tandemverbund machen lassen zum Geburtstag? Warum nicht eine Glaskapelle organisieren? Lasst bewusst zu und zwingt euch, scheinbar blödsinnige Ideen zu haben, weil hinter jedem fünften blödsinnigen Idee steckt eine grandiose. Und dann die kommt nur, wenn ihr alles zulasst. Und dann könnt ihr zum Punkt 4 kommen. Punkt 4 ist organisieren. Jetzt diese ganzen Ideen nehmen, zusammengruppieren, in Teilprojekte, in die Reihenfolge bringen. Da gibt es dann zum Beispiel das Teilprojekt Gästeliste und Einladung. Da gibt es das Teilprojekt Abendessen mit Partyservice zum Beispiel. Da gibt es das Teilprojekt Musik. Da gibt es das Teilprojekt Tisch. Und da muss man vielleicht feststellen, ja, das Teilprojekt Einladung kommt nach Gästeliste und so weiter. Also da, das ist dann die Zeit der klassischen Projektplanungswerkzeuge. Alles, was ihr an Projektplanungssoftware kennt, vielleicht ist nicht für den Geburtstag der Mutter, aber für große Projekte, bearbeitet im Prinzip nur diesen vierten Schritt. Das davor, wenn ihr das nicht gemacht habt, die Planungssoftware hilft euch dabei nicht. Und deswegen fahren so viele Projekte an die Wand. Weil die erst im vierten Schritt eigentlich einsteigen in die Projektplanung. Also, im konkreten Fall, um Hilfe fragen, ich delegiere zum Beispiel das Projekt Musik an meinen Bruder, weil ich weiß, der ist musikalisch da ganz firm. Ich delegiere das Projekt Kuchen an die beste Freundin der Mutter, weil die kennt sich da gut aus und so weiter. Konkrete nächste Aktionen sind jetzt zu definieren im fünften Schritt. Ganz konkrete nächste Aktionen. Nur wenn jedes Teil eine ganz konkrete Aktion hat, zum Beispiel rufe den Bruder an und bitte ihn um Hilfe. Nur wenn ich diese Aktionen habe, dann kann das Projekt erfolgreich starten. Ist das ein Hexenwerk? Nein, natürlich nicht. Das heißt ja auch natürliche Projektplanung. Natürliche Projektplanung, so wie es Kinder eben auch schon können. Und so wie es Kinder machen. Und deswegen möchte ich euch dazu auffordern, begreift durchaus auch kleine Projekte als solche. Das kann ein Vorschlag, eine E-Mail an einen Geschäftspartner sein, das kann ein Messeauftritt sein, das kann einfach nur ein Kurzurlaub sein. Alles kann ein Projekt sein. Nehmt euch die fünf Schritte vor. 1. Rahmenbedingungen festlegen. 2. Erfolg visualisieren. 3. Ideen sammeln. 4. Organisieren. Und schließlich 5. nächste Schritte bzw. Aktionen definieren. Und dann wird's was. Und wenn ihr dazu nochmal Infomaterial braucht, genau diese Rede findet sich auch auf meinem Blog auf schlosser.info. Dankeschön.